So, Hallöchen, hier bin ich wieder. Ich habe jetzt zwar ganz schnell meine Rakete zusammengebastelt hier, das alte Modul übernommen und so weiter. Und ja, und das habe ich noch dran gelassen. Ich habe ein paar Forschungssachen abgerissen, also die Mystery Goose oben. Und ich habe da unten die Pudel-Engine ausgetauscht, habe hier ein paar Thruster angebastelt hier. Und ja, ich hatte hier einige Probleme noch, ja, das hat ein bisschen gewobbelt und so weiter und so fort. Ja, da waren Struts irgendwie problematisch. Ja, ich will mal schauen, was es jetzt wird. Ich will euch da auch nicht länger hier auf die Folter spannen. Das hier ist noch falsch. Wenn ich das jetzt hier ausgelöst hätte, wäre es einfach platsch gemacht hier. Wäre unten drauf geknallt. So, ich muss. Wohin muss ich denn eigentlich? Das ist die andere Frage. 45 Grad, glaube ich. Oder ja, mehr so gegen Norden muss ich, glaube ich, hier brennen. Jetzt halt die Frage. Oder ich weiß es nicht. Oder brenne ich ganz normal und korrigiere es dann? Ich weiß nicht, in welche Richtung ich hier jetzt. Ich habe zwar geguckt, aber ich bin mir jetzt sicher, entweder hier oder hier. Entscheiden Sie sich jetzt. Ich glaube, da unten hin. Ja, da unten hin muss ich bei 45 rum hier. Ja, also gut. SAS an, Schub und 3, 2, 1, go. So, wir müssen dann hier unten rumkippen. Ich stelle das mal. Indem ich hier mal drehe. So, hier ungefähr bei den Zahlen, hier müssen wir hin. Müsste eigentlich passen. Ich könnte mich natürlich auch täuschen. Wenn müssen wir halt Korrekturbrennen machen, dann ist es halt sowas. Dann kann ich es auch nicht ändern. Ich gebe schon mal ein. Das lässt sich jetzt schön steuern, irgendwie komischerweise. Das ist, naja, es ist auch nicht so ganz so groß wie die andere Rakete. Ja, das langt, glaube ich, mal hier so, ja. Jetzt bloß im Abkurbeln dürfte nichts passieren, dass es hier Bums macht oder sonst irgendwo. Sonst macht es dann Bums bis sonst wohin. Was ist da drüben eigentlich? Ist da eine Landebahn oder was? Das kann sein, da war, glaube ich, irgendwo eine in der Nähe. So. Und abkurbeln. Jawohl, das ging reibungslos. So, perfekt. 18.000. So, wie schaut es denn hier aus? Ja, ein bisschen falsch. Wir sind total. Ne, wobei. Doch, es passt bloß die Biegung hier passt da nicht. Der Winkel passt einfach noch nicht. Das kriegen wir aber hin, das können wir irgendwie korrigieren. Also ja, da könnte ich jetzt hier probieren ohne Ende. Nee, nee, das kriegt man schon hin. Jetzt habe ich aber nicht geguckt, wie sind wir denn schon? Ah, perfekt. Da können wir gleich ausschalten. So, das reicht der Haufen, ich das Sprit hier, ey. So, jetzt schalte ich mal aus. Toggle die Map. Die Mappe. Setz mal einen Kurs hier, Admin über. Warte mal, ich brenne noch ein bisschen. Ich brenne hier noch ein bisschen. So. Aber jetzt Orbit ausdehnen, bitte. Was haben wir? 75 zu. Ja, das ist ein bisschen viel. Das braucht nicht so hoch zu sein. Warte mal, verdammt. Da mache ich mir mal ein Kreuz hin. So, was sind wir denn da? 180 schon. Warte mal, das ist natürlich blöd. Ah, da bin ich doch zu weit hochgebrannt jetzt hier anscheinend. Was passiert, wenn ich da ein bisschen dran zuppel?
So machen wir es. Und dann könnten wir vielleicht sogar noch schon ein bisschen drehen hier. Ah ne, das ist keine gute Idee. Das müssen wir hier dann drehen. Am Scheitelpunkt. Wann müssen wir brennen? Oh, wir müssen eigentlich schon brennen. Verdammt. dann. Warte mal, Prograde. Egal, verdammt. Wir brennen jetzt einfach, egal, was ist. Ich habe das jetzt verschnarcht, das war dumm. Da ewig da mit dem Kurs. Ich hoffe, das kriegen wir noch hin. So. Ja, mal schauen. Es müsste noch hinhauen. Also, wir steigen auf jeden Fall noch. Ja, das war jetzt auch wieder ein bisschen versemmelt. Aber auf jeden Fall geht es viel schöner wie mit dieser komischen, riesen eirischen Rakete, wo wir vorhin hatten. So. Jawohl, das sieht doch ganz gut aus. Zwar ein bisschen hier jetzt einen Manöverpunkt verschlafen, aber ja. Was soll's. Kann passieren. Das kriegt man alles gebacken hier. Ja, hier müssen wir dann drehen, da müssen wir den ganzen Radius rumdrehen. Das heißt, wir müssen erstmal gucken, dass wir hier auf die Bahn kommen, oder? Ja, eigentlich nicht. Ach, vergesst einfach, was ich hier gesagt habe. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Wenn es soweit ist, zeige ich euch das natürlich. Was war jetzt? Ah, die Stufe ist ausgebrannt. Abkoppeln, so. Lass mich mal ein bisschen wegtreiben hier. So, abstoßen hier und jetzt muss ich nochmal neu ausrichten hier. So, noch ein bisschen nachbrennen hier. Komm. Perfekt, passt. So, dann lass mal sehen. Taste M, was haben wir hier? Oh, 66, Moment. Da müssen wir noch mal ein bisschen brennen. Da müssen wir noch mal nachbrennen. Stopp. Naja, das ist jetzt sehr, gefällt mir absolut nicht der Orbit, aber warte mal, auf wie viel ist das hier? 141. Wir können aber noch ein bisschen. Jetzt können wir eh schon mal auf Retrograd gehen. Wir können den Orbit hier noch ein bisschen verkleinern. So, da müssen wir hier aber aufpassen. Nee, das lassen wir lieber. Nee, wir machen es anders. Wir tun bis hier warten. Wie umkreiseln wir eigentlich? Ah, so rum, okay. Na. Komm her. Dann tun wir hier noch ein bisschen hier den Radius erweitern. 150. Nee, 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 nee. Das ist zu viel. Na, falsche Richtung gedreht wieder. So, jetzt. Nö, noch blöder. Halt, andere Richtung. Ach, ich muss das hier mal grün machen, sonst wird das gar nichts. Was hat es nochmal hier? Quatsch, das hier. Nee, wo ist es denn jetzt? Verdammt. Was ist das hier eigentlich? Hä? Datenrettungskapsel Probe? Launchpad? Hä? Was ist das? Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Wo haben wir das jetzt? 142. Was habe ich jetzt hier? Nee, das ist schon zu viel. So, also irgendwie 140 anpeilen. So, das wird man hier dann. Und wenn wir dann wieder hier sind, dann brennen wir das wieder runter. Und dann tun wir noch das Ganze hier, die Inklination brennen hier. Estimated Burn, das ist nicht viel, okay. Dann machen wir hier mal Vorspringen. Warp mal hier hin. Ja, kann jetzt schneller warpen. Ja, wir müssen eben automatischen Warp hier. Da kann ich eh jetzt schneller machen, wie der mir vorgibt.
Wie weit haben wir es noch? 2 Minuten. Okay, ja, so viel müssen wir da gar nicht. Ich glaube, der Punkt ist am Prograde. Ja. Drehen wir um. Kann ich das hier mal sehen? Jo. Ja, da können wir noch mal ein bisschen Zeitverlauf gehen. Ach, komm, noch mal ausrichten. Ja, das ist nicht viel jedenfalls. Also da kann ich bei 20 Sekunden oder so kann ich brennen, das reicht. So, das wäre gleich erreicht hier. Stabilität, go. Stopp. Nochmal hier leicht nachbrennen. Und stopp. So, passt. Wollen das jetzt päpstlicher genau machen wie der Papst hier. Was haben wir da jetzt? Ah ja, da können wir nochmal ein bisschen dem System hier nachjustieren. So, das geht feiner. Wieder aus damit. So. Wo haben wir denn jetzt hier unser... Wir sind jetzt hier bei... Halt, ist falsch. Da sind wir. Da sind wir bei 200. Ja, das ist viel zu viel. Da ist man das hier nochmal anpassen. Ich könnte jetzt natürlich, wenn ich hier über den Punkt fliege, hier das schon mal korrigieren, aber ich mache das anders. Ich tue erstmal den Orbit hier jetzt korrigieren. So, müssen wir... Ah, falsch. Moment mal. Mach das nochmal weg, bitte. Doch, das war richtig. Verdammt nochmal. Das war doch richtig. So, mach das mal grün, bitte. Das versuchen wir jetzt auch da auf 140 irgendwo hinzubringen. Was passiert hier? Das ändert sich ja auch ein bisschen. Okay. Naja, hundertprozentig kriegt man das nie hin. Ich versuch's mal. Nee, so richtig hundertprozentig kriegt man es nicht hin. Das ist... 70 muss man da sogar brennen. Okay, das ist arg viel. Moment, ich mach das halt das so, dass man da nicht so viel... Naja, es ändert sich nicht viel dabei. Den Rest kann ich von Hand brennen. Oder wenn ich da ein bisschen justiere, vielleicht. Nee, das wird eigentlich noch schlimmer. Lassen wir es mal so. Wann müssen wir brennen? In 17 Minuten. Für 5 Sekunden. Aber das kann nicht sein. Bei halb würde ich dann brennen. Ich warte mal zum nächsten Manöver. So, komm her. Wo ist der Punkt? Ah, wir stehen schon drauf. Ne, ich möchte keinen Punkt. Ich wollte eigentlich nur das ausrichten, ja. Ich mache eine kurze Testbrennung. Ne, es bleibt bei 5 Sekunden, okay. Dann lassen wir das noch ein bisschen nah laufen hier. So, und go! So, bisschen von Hand nachbrennen hier. Na. Ist gar nicht so leicht hier auf der Notte zu bleiben hier. Darum wäre es praktisch, einen Pilot zu haben, der danach halt auf dem Zielpunkt hier kann. Ach, lassen wir so, das passt schon. Wo sieht man jetzt? 139 zu 41 noch was hier. Ich brenne hier noch mal ein bisschen nach. So, besser geht's nicht. So, jetzt haben wir hier eine leicht verschobene Bahn und die können wir korrigieren, indem wir hier, ich mache mal kurz das hier als Target. Dann sehen wir das auch. Da haben wir dann nämlich so eine DN, Descending Node hier. Eine Ascending, eine Descending Node gibt es, aber es sei egal, in welcher Node ich brenne. Um das Ding hier zu verschieben. Das sehen wir jetzt ja auch schon. Ja, wir hätten da
ein Encounter sozusagen, Intersect von, wow, das ist ewig weit weg. Ich mache jetzt hier an der Descending Node ein Manöver hin. Add Manöver. So, und jetzt muss ich hier an den lilanen Zuppeln da. In welche Richtung geht's jetzt? Ich sehe es gerade nicht. Falsche Richtung, natürlich, war ja klar. So, jetzt ist man hier, das verbraucht zwar viel Energie. Und warum wird es der Orbit weiter? Warum wird der Orbit weiter? Da muss ich ja noch ein bisschen hier, ein bisschen wieder zusammenschmurgeln hier. Was ist das hier? Ja, verdammt nochmal, das ist doch alles hier. Da kann ich wieder ein wenig zurückgehen hier und dem Ganzen. Warte mal. Ja, das ist alles jetzt so einfach, die ganze Sache. Hier nochmal ziehen dran. Das ist doch. Da braucht man einen Haufen Sprit, ey. Puh. Ob das was wird? Das ist so eine Sache. Wir müssen dann auch wieder aus dem Orbit rausbrennen, zurück und so weiter. Hilft alles nichts. Können wir ein was probieren, wenn ich an der Ascending Node hingehe? Na ne, das heißt ja auch Descending, okay. Na, das ist wurscht. Wir brauchen zu viel Sprit auf jeden Fall. Na, ich würde das sehen, wenn wir hier sind. Ja, man kann aber nur hier eigentlich am leichtesten das hier drehen, die Bahn. Das geht nur hier. Das ist schon richtig. Aber was ist denn jetzt hier eigentlich? Ja, wir müssen schon brennen. Ja. Also gut, dann machen wir das mal hier. Oh Gott. Ah. Ja, ich brenne das jetzt hier ein bisschen manuell. Okay. Da geht der Sprit flöten, ey. Ich hätte ja gedacht, vielleicht kann ich da noch was umpumpen. So, ich glaube, jetzt ist nur noch ein Triebwerk an. Ja, die anderen sind leer, aber ich habe die nicht absprengbar gemacht. Dummerweise. Oder Moment, ich Quatsch, was erzähle ich denn da? Klar, kann ich jetzt absprengen. So. Blödsinn. Glaube ich an Quatsch zusammen. Ich habe das doch absprengbar gemacht. 2 Minuten brennen. Boah, das ist ja schon hier enorm. Gibt es die Pudel her? Das, ich weiß ja nicht. Warte, Moment. Wir cutten hier mal off. So, wir machen ein neues Manöver. So, und zwar geht das folgendermaßen. Wir gehen hier an die andere Node hier hin. An die Descending Node. Das ist übrigens genau die. Was ist denn da noch? Hier ist noch ein Manöver. Weg damit. Das ist übrigens genau auf der Periapsis. Dann kann ich jetzt. Was ist denn jetzt schon wieder los hier? Warte mal. Was ist denn jetzt? Moment. Moment, wir haben ein Problem. Ich muss hier. Ich muss das brennen, sonst kacheln wir da irgendwo rein. Halt, nee, 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 nee. Stopp, 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 stopp. Nee. Ah, das war dumm. Wir müssen das nochmal zurückbrennen hier.
Ja, Leute, es ist alles nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe hier. Ich kachle ja sonst in den Planet rein. Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist so. Ah, das ist alles scheiße hier. Moment mal, wo ist es denn? Ich muss hier auf Dings, auf Prograde. So, und jetzt können wir uns vielleicht nochmal retten hier. So. Ah, wieder Sprit verblasen, ey. Naja, es ging nicht anders da. Ah, das ist schwierig. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich da irgendwann mal einen Kurs zusammenkriege, dass hier, da, hier, dem Intersekt hier eine Separation von 132. Naja, das ist viel. Wir kreisen hier jetzt erstmal rum. 80, das geht. Ja, da können wir jetzt schneller, bla bla bla. 120 würde schneller gehen. Jedenfalls sind wir nicht in der Atmosphäre, das ist auch gut. So, mal schauen, was haben wir jetzt? Intersect von 100. Hallo? Separation 106. Und hier? 132. Ja, wir werden hier jetzt mal ein paar Mal rumkreiseln, würde ich sagen. So, was haben wir jetzt hier? Aha, sehr schön. Hahaha. Es wird weniger. Vielleicht kriegt man da was hin, aber wenn wir so eine beschissene Bahn hier haben. Sorry, ich sag das Wort halt einfach irgendwie gern. Eine mistige Bahn. Klingt ein bisschen besser. Oder ja, es ist halt bescheiden. Das ist alles hier bescheiden. So, kann ich das Intersect mal. Ja, da hängt so viel oben drüber. Da kann ich nicht eins hier separieren. Das ist problematisch. So, das so, jetzt lassen wir das mal hier. Wir lassen uns hier einfach mal hier. Zack. Da haben wir Separation 144 und hier 55. Wow, das ist gut. Da müssen wir nur noch ein paar Mal kreiseln, einfach mal abwarten und dann wird es einfach von dramatisch. Warum habe ich überhaupt die Scheiße da gemacht mit der ganzen Brennerei da? Das, ja, ich wollte nur zeigen, dass es geht, aber wir hätten da wesentlich mehr Schub gebraucht, um das noch zu schaffen. Wir wären da voll den Planet gekarrt. Das wär wirklich hier schön blöd ausgegangen. So, zup. 17,2. Ja, vielleicht kommen wir noch ein bisschen näher ran. Also das da unten, das ist komisch, dass da noch hier die Probe auf der Landding ist. Ja, es macht keinen Sinn. Was liegt da noch auf der Probe? Ich habe doch sonst nirgends mehr als ein Roboterteil drin. Das ist doch jetzt weggesprengt eigentlich. Ja, das wäre jetzt eigentlich eh Quatsch, wenn ich das wegsprengen. Ja, das war eigentlich nicht dafür konzipiert, dass. So, jetzt gucken wir mal. Zack. Was haben wir jetzt? Ah, jetzt habe ich wieder ein schlechteres Dings. Und wie wird's hier drüben? Jetzt fahre ich hier nochmal durch und dann gucke ich, was hier. Dann nehme ich das hier. Dann muss ich es halt so nehmen. Vielleicht kann ich es noch irgendwie mit Brennen beseitigen, dass ich da besser komme. So. Ja, das wird hier wahrscheinlich immer schlimmer. Hier jetzt wieder. Ja, 200. Ja, wir müssen das jetzt so nehmen, wie es ist. Ich muss mal gucken, dass ich da vielleicht irgendwie. Irgendwas noch ändere. Ich könnte. Ja, ich könnte die Periapsis noch ein wenig hochziehen jetzt. Das wäre möglich. Das bringt aber nicht viel eigentlich. Na, ich kann mal was versuchen. Ich kann mal gucken. Wird das hier anders da?
Ja, das wird eher schlimmer. Wird das da unten vielleicht besser? Warte mal. Ja, wartet mal hier. Das, gucken wir doch mal. Nee. Jetzt hat sie wieder zu viel hier. Ach. Ja, ein bisschen schon vom Punkt weg hier. Weg damit. Ne, bringt nichts, wenn ich da jetzt was rumspiele hier. Mal gucken, ob ich da vielleicht. Na, wenn ich bremse, das wird nichts. Das ist blöd. Zeig mal her. Ja, da düse ich jetzt hier direkt in den Planet rein, oder? Separation, da wird's besser. Das war zu viel. Nee, das ist alles nicht optimal. Ich muss das so probieren von da aus dann. Ich muss mich da jetzt dann nach dem Target ausrichten und ja. Darauf zuhalten. Ich könnte allerdings mal ein bisschen Procreate trotzdem mal brennen. Ich will da ein bisschen den Orbit hier noch hochdrücken. Ja, ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn ich nochmal rumdüse. Ich müsste jetzt dann aufs Ziel schalten und gucken. Surface Target, ja, da haben wir eine ganz schöne Geschwindigkeit, würde ich mal sagen. Da muss ich dort voll abbremsen. Ich probiere es mal, also ich kann es nicht mehr wie probieren, aber ein Dockmanöver wird es wahrscheinlich nicht geben. Ja, Leute, und ich zeig's euch jetzt ja noch ein paar Minütchen hier, aber. Ja, oder nee, ich bin mal gemein. Ich tue jetzt hier schon mal einen Cut machen. Oder bin ich nicht gemein? Bin ich gemein? Bin ich nicht gemein? Nee, ich lasse es noch ein bisschen laufen. So, wir probieren es einfach jetzt mal noch. So, ich könnte mal probieren, ja mal ein bisschen zu bremsen. Aber immer das hier im Auge behalten. Kann ich das vielleicht noch mal haben hier? Ja, das ist jetzt problematisch. Nee, nee, Leute. Ich glaube, so wird es nichts. Da kann ich lang rummachen hier. Ich bräuchte eine viel bessere Separation. Ich glaube, ich lasse nochmal die Zeit ein bisschen laufen. Ich lasse die Zeit einfach nochmal laufen. Ja, da können wir wieder jetzt schneller. Hat sich da etwas geändert? Weiß es nicht. Nicht wirklich, ne? Zack. Jetzt haben wir hier 26 und hier. Das müsste doch möglich sein, dass wir da was unter 20, so 10 oder was hinkriegen. Ist jetzt wieder schlimmer. Ja gut, das wird jetzt hier erstmal nichts mehr, Leute. Ich breche jetzt hier mal an der Stelle ab. Ich lasse das jetzt dann im Off mal ein bisschen weiterlaufen. Guckt, ob wir da jetzt noch ein gutes Ding zusammenbekommen und danach zeige ich euch das Ganze. Ja, also ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen bei diesen Leiden, Pech und Pannen hier und ja, bis zum nächsten Mal, euer Legolas. Ciao.